Die heutigen Arbeitsmarktdaten aus den USA sind für mich ein Symptom für das, was derzeit allgemein schief läuft. Denn es ist faktisch Lügen mit Zahlen. Das stimmt hinten und vorne nicht. Und all das ist letztendlich ein Symptom, warum die Leute irgendwie einen Vertrauensverlust haben in das, was da passiert. Und dieser Vertrauensverlust, der zeigt sich durch den Aufstieg der sogenannten Rechtspopulisten. Diese Rechtspopulisten würden nicht aufsteigen können, etwa ein Donald Trump, wenn man ihn denn so bezeichnen will, wenn es diesen Vertrauensverlust nicht gäbe. Und so erodierte diese Gesellschaft immer weiter. Das ist eine sehr bedenkliche Entwicklung. Aber wie gesagt, das ist eine Situation, die immer weiter sich aufspult, immer weiter eskaliert. Und die Wahlen in Europa mit dem Aufstieg von Le Pen jetzt, die wahrscheinlich hier stärkste Partei wieder werden wird in Frankreich, zeigt, was da eigentlich läuft. Es ist ein krasser Unterschied zwischen den Leuten auf dem Land, denen in der Stadt, zwischen bestimmten Eliten und den allermeisten anderen Menschen. Und das wird nicht mehr lange gut gehen, so fürchte ich, denn irgendwann reißt das Band, das eh schon sehr angespannt ist. Schauen wir uns die Daten heute mal an. Die waren ein Ticke besser mit 206.000 Stellen, okay, aber die Arbeitslosenrate 4,1% gestiegen und dann das übliche Muster wieder, Abwärtsrevisionen der Vormonate von 272.000 auf 218.000, der Mai, der April von 165.000 auf 108.000. Insgesamt sind das 111.000 Stellen, die gar nicht vorhanden waren, aber von den Märkten eingepreist wurden. Dann sehen wir Vollzeitstellen minus 28.000 in diesem Arbeitsmarktbericht, Teilzeitstellen plus 50.000, 70.000 Stellen, also gut ein Drittel sind neue Regierungsstellen. Und auch wichtig als Leading Indicator, als Frühindikator, wir sehen das Temporary Help Services, also das ist Zeitarbeit, dass hier der Rückgang 49.000 Stellen beträgt. Auch das ist ein Zeichen für die sehr, sehr starke Abkühlung der Wirtschaft. Wenn wir nochmal kurz gucken, was hatten die Analysten erwartet für diese Zahl neuer Stellen? Zwischen 237.000 und 140.000. Also die Zahl der neuen Stellen ist nicht das Entscheidende. Wahrscheinlich wichtiger faktisch ist, was kommt dann an Abwärtsrevision im nächsten Monat. Aber das eigentliche Problem dieser Zahlen ist das sogenannte Birth-Death-Model, also das Modell, das sagt, okay, wir schätzen mal, wie viele Firmen pleite gegangen sind, wie viele Firmen neu entstanden sind, und das ist eine reine Pi mal Daumen-Schätzung, denn man guckt nicht mal zum Beispiel, wie viele Firmen wirklich pleite gegangen sind, das könnte man ja einfach machen, aber das wird gar nicht berücksichtigt, sondern das ist eine grobe Schätzung, und wir sehen, dass die Hälfte der Stellen im letzten Jahr oder seit einem Jahr sind reine Birth-Death-Model Fantasiezahlen, die überhaupt nicht existieren, Jobs, die nicht der Fall sind. Und dieses Birth-Death-Model, das orientiert sich eigentlich am BIP, weil man sagt, naja gut, wenn die Wirtschaft stark wächst, zum Beispiel 3-4%, dann werden ja viele Firmen entstanden sein, also viele neue Jobs. Jetzt ist es aber so, dass wir ja schon im ersten Quartal ein sehr, sehr schwaches BIP hatten, das bei unter 2% liegt. Und jetzt haben wir die Situation, dass das Atlanta Fed GDP Now Model, also das praktisch versucht zu ermitteln, wie ist jetzt tatsächlich die Wirtschaft gewachsen oder eben nicht gewachsen, wie schaut es da aus? Und wir sehen, das ist jetzt ins Minus gedreht, sogar kürzlich. Das heißt, man müsste eigentlich sagen, naja, also wenn wir uns wirklich am Wachstum der Wirtschaft orientieren, dann kann das mit diesem Birth-Death-Model nicht funktionieren. Das sind reine Fake-Zahlen, um mal das direkt so auszusprechen. Und hier sehen wir mal diese Part-Time-Jobs, die hier hinzugekommen sind. Das ist wirklich dramatisch und erklärt, warum die Amerikaner überhaupt so unzufrieden sind mit der wirtschaftlichen Lage. Eigentlich ja die offiziellen Daten ja in den letzten Jahren sehr gut. Warum ist dann diese Unzufriedenheit in den USA so groß? Und das liegt daran, dass viele Leute mehrfach Jobs machen müssen, eben mehrere Teilzeitjobs machen müssen. Seit Juni 2023, also seit einem Jahr etwa, sind 1,8 Millionen Teilzeitstellen entstanden und 1,6 Millionen Vollzeitstellen weggefallen. Jede Stelle, die irgendwie eine Putzfrau hat für 2 Stunden, ist ja eine neue Stelle. Schauen wir uns mal an, wo die Stellen waren, vor allem Education and Health Services und dann Government mit 70.000, zweitgrößter Posten, und Retail Trade und Manufacturing Mitte ganz unten, also da Einzelhandel, der hat Probleme und die Industrie hat Probleme. Das wird immer offenkundiger, und eine rote Flagge wie hier oder ein Warnsignal
wie es hier heißt, ist, dass vor allem diejenigen, die länger als 15 Wochen arbeitslos sind, jetzt deutlich zugenommen hat. Das ist der höchste Wert jetzt seit Corona. Also auch das deutet darauf hin, dass der Markt viel schwächer ist. Wir sehen ja die Arbeitslosenquote auf 4,1% gestiegen. Und jedes Mal, wenn wir einen solchen Aufschwung haben, in Anführungszeichen, bei den Arbeitslosenzahlen, dann kommt eine Rezession. Das sind hier diese gestrichelten hellblauen Linien. Das wird diesmal nicht anders sein. Und das sagt auch Michael Serve, dass dieser Trend, den wir derzeit eben erleben, immer konsistent ist, immer deckungsgleich ist mit einer Rezession, die wahrscheinlich jetzt schon zeitnah kommt. Vielleicht sind die Amerikaner schon in einer Rezession, wie ich vermute. Aber die Märkte sagen sich, hurra, ist doch super, gell? Hauptsache, wir kriegen irgendwann eine Zinssenkung. Und die Zinssenkungserwartungen für September sind jetzt gestiegen auf 71,8%. Die Fed wird sehr unwahrscheinlicherweise schon Ende Juli bei der nächsten Sitzung jetzt die Zinsen senken, sondern das muss sie verbal vorbereiten. Muss also sagen, ja, okay, könnte sein, dass wir mal die Geldpolitik ein bisschen lockern. Das müsste sie dann eben im Gefolge der Sitzung am 31. Juli machen. Aber das Problem ist, die Financial Conditions sind extrem locker. Nach wie vor, hier hat sich heute Williams, Chef der New York Fed, geäußert und gesagt, also wir haben noch ein Stück Weg vor uns. Heißt indirekt Juli auf keinen Fall eine Zinssenkung. Aber das Problem eben mit diesen Financial Conditions, die schaffen neue Inflation. Ich hatte das mehrfach schon aufgeführt oder ausgeführt. Und vor allem, weil wir sehen, dass eben Öl- und Benzinpreise wieder steigen. Das war ja im Mai ein deflationärer Faktor, weil die Preise gefallen waren. Jetzt geht es im Grunde seit Anfang Juni konstant nach oben. Also das bin ich gespannt, wie dann die Inflationszahlen im nächsten Monat ausfallen werden und ob dann die Fed wirklich sagen kann, okay, wir senken jetzt mal die Zinsen. Aber nochmal zurück zum Vertrauensverlust. Hier sehen wir, wie stark schon dieser zumindest der Vertrauensverlust in die Biden-Administration jetzt der Fall ist. Bidens Allies Abroad, also andere Staatschefs in anderen Ländern, sagen auch jetzt, Biden sollte vielleicht doch gehen, so wie Lula in Brasilien. Biden hatte ja gesagt, also er kann nicht nach 20 Uhr abends arbeiten. Aber das ist ja perfekt, wie die New York Post hier ein Boulevardblatt sagte, da passiert ja nach 20 Uhr eh nichts mehr in der Welt. Also das bringt so diesen Spott ein bisschen auf den Punkt und den Vertrauensverlust auf den Punkt. Zeigt hier mal diese Grafik, das ist ein Vergleich zwischen 1972 und 2022. Wo gefragt wurde, ja, kann man den meisten Leuten trauen? 1972 war das überwiegend noch der Fall, 2022 ist das überhaupt nicht mehr der Fall, offenkundig. Alles, was röter wird, ist stärkerer Vertrauensverlust. Und unten sehen wir nochmal das, was ich heute Morgen schon angeführt hatte, nämlich, dass offenkundig der innere Zirkel von Biden das kaschiert hat, dass Biden diese Ausfallerscheinungen zeigt, die sich immer stärker gehäuft haben, offenkundig seit Januar. Langjährige Freunde von Ihnen haben berichtet, anonym berichtet, dass der sich teilweise an ihren Namen nicht mehr erinnern konnte. Also das ist auch eine Geschichte, die einfach nicht okay ist. Und kommen wir zu den Märkten. Da war ja großes Thema Bitcoin. Deutschland verkauft ja Bitcoin, die man beschlagnahmt hat. Dann Mt. Gox, ein Faktor, warum es heute zwischenzeitlich sehr stark nach unten gegangen war. Heute Morgen vor allem für Bitcoin. Aber gucken wir uns mal den gesamten Kryptomarkt an. Der ist jetzt unter 2 Billionen an Marktkapitalisierung. Das ist in Relation zum Anleihemarkt und zum Aktienmarkt in den USA echte Peanuts. Und man könnte vielleicht sagen, man rotiert jetzt aus der Kryptoblase in die KI-Blase, wie es hier ein Beobachter formuliert. Finde ich sehr, sehr treffend. Und heute, wenn wir uns der Wall Street zuwenden, sehen wir, dass vor allem die großen Tech-Werte, die Microsoft, Amazon, Meta, die werden wieder gekauft, während der Russell, die Nebenwerte, deutlich schwächer sind, auch der Dow Jones deutlich schwächer ist, weswegen der DAX dann diese Rallye, die er heute im Vormittag gezaubert hat, nicht mehr hat fortsetzen können. Wie geht's weiter? Haben wir hier eine Rising Wedge mit einer potenziellen Schulterkopf-Schulterformation? Fragezeichen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Klar ist, die Märkte sind massiv überkauft. Und wenn wir jetzt nochmal ins Politische wechseln, hier diese Wahlen in UK waren ja wirklich außergewöhnlich. Der Spiegeltitel, die Clownshow ist vorbei. Starmer erlöste die Briten. Aha, jetzt gucken wir uns mal an, wie die Briten ja eigentlich gewählt haben. Labour hat von allen Stimmen 33,8% bekommen und die Konservativen und Reform UK
haben insgesamt 38% bekommen, aber mit diesen 38% aufgrund des Verhältniswahlrechts nur 123 Sitze erreicht, während Labour eben 411 Sitze erreicht hat. Es gibt so prominente Opfer wie Liz Truss, die es nicht mehr geschafft haben, ins Parlament zu kommen. Und der Aufstieg von Le Pen, der wird sich jetzt auch in dieser Stichwahl wieder zeigen, auch wenn wahrscheinlich diese Bündnisse zwischen der Partei von Macron und der Volksfront von Judäa, nee, der Volksfront von Frankreich, dafür sorgen wird, dass sie wahrscheinlich die absolute Mehrheit verfehlt. Aber das wird eben dann bedeuten, dass Macron einen linken Ministerpräsident ernennen muss und der will gerne schöne Sozialausgaben machen und die Schulden anheben. Deswegen bin ich gespannt, wie die Märkte dann reagieren am Montag. Und wenn wir nach Deutschland kommen, sehen wir ja, die deutsche Industrie schrumpft und zwar stärker als die größten, also als die skeptischsten Analysten erwartet hatten, mit minus 2,5%. Scholz hat ja eine sehr kluge und sehr viele Maßnahmen für den Wachstumsturbo angekündigt. Mal gucken, ob das wirklich kommt. Jedenfalls sehen wir, dass nach Miele Bosch und Continental jetzt auch ZF Friedrichshafen ins Ausland zieht, in die Türkei. Einfach, weil man es satt ist mit diesen Regularien, weil die Kosten hier zu hoch sind und so weiter und so fort. Das ist diese Deindustrialisierung, die hier passiert. Und dann hatten wir ja einen wunderbaren Bundeshaushalt, der klang erstmal sehr sexy, aber da geht es nicht um Sparen, sondern da werden jede Menge Schulden gemacht mit Tricks, die legal sind, das muss man klar sagen, aber die sehr, sehr grenzwertig sind. Da wird sozusagen, werden Dinge in die Zukunft verschoben, da werden Dinge jetzt gekauft, aber später erst verbucht. Was da alles letztendlich rumgetrickst wird, sehen Sie in diesem Artikel, den ich Ihnen gerne empfehlen würde, gerne weiterempfehlen über dieses Social Media Button. Und dann nochmal ein Blick nach Frankreich, worauf man sich vorbereiten sollte. Jetzt führt die Wahl in Frankreich am Wochenende, beziehungsweise auf das, was dann vielleicht nächste Woche an den Märkten zu erwarten ist. Also diese beiden Empfehlungen und jetzt schauen wir dann Fußball. Gell? Also, pfiat euch, servus.